Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der A45, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem LKW-Zug den rechten Fahrstreifen der dreispurigen A45 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Siegen-Eisern und Willensdorf beabsichtigte er, einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Er wechselte auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei den nachfolgenden Skoda Octavia einer 22-Jährigen, die daraufhin stark abbremste, um einen Unfall zu vermeiden. Hinter dieser wiederum fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford Mondeo, die deswegen auf den linken Fahrstreifen auswich. Dort allerdings befand sich eine 44-Jährige mit ihrem VW Passat. Ford und VW kollidierten seitlich und gerieten ins Schleudern. Der Passat prallte in die Mittelschutzplanke, der Ford kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Zur Erstversorgung der drei leicht verletzten Frauen landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Hierdurch bedingt musste die A45 kurzfristig voll gesperrt werden. Ab 8.40 Uhr leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, bis gegen 10 Uhr die Fahrbahnen wieder komplett freigegeben werden konnten. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 7 Kilometern. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 37.000 Euro.